Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Willkommen in Aion, dem mittlerweile wohl nervigsten deutschen Aion-Tutorial diesseits auf YouTube. Ja, was haben wir in der letzten Folge denn erreicht? Wir sind Level 61 geworden, haben die wartende Roja gefunden und werden jetzt mal schauen, was die wartende Roja denn tatsächlich für uns vorsieht. Ja, wir sind in der Nutomagna-Höhle, das haben wir schon herausgefunden, Herzchen. Und wir sollen Barantina und wir sollen die Indirato-Festung. Okay, wir gehen also in die nächste Festung. 61, wir sind 61. Passt. Oh, da steht einer davor. Indirato-Festung ist nämlich hier. Indirato-Festung gibt gleich nochmal richtig gut EP. Sterbi. Danke. Juhu. Ja, auf in die Indirato-Festung. Ihr betretet die Indirato-Festung. Aber natürlich betreten wir die. Und wir dürfen natürlich keine Freunde mitnehmen. Ist jetzt auch nicht so, dass ich Freunde habe, ne? Also. Ist ein bisschen traurig. Ich brauche Freunde. Wer möchte meine Freunde sein? Keiner. Okay. Danke. 44% EP für Quests 66, 100% EP, das heißt auf jeden Fall Level 62 drin. Ja, die Roja nehmen wir wieder mit, wie in Haramel damals, können wir anquatschen, die kämpft dann mit uns mit. Die Mobs hier alle zu kloppen bringt jetzt nicht so viel. Ich würde die Roja tatsächlich hier zum Beispiel auf den komischen Flugdrachen checken. Also im Endeffekt muss ich halt gucken, dass ich hier diese blauen markierten Hyobis töte. Mega gut, bringt mir nichts. China sowieso nicht. So, die Geschütztürme. Im Endeffekt muss ich jetzt die Festung einreißen. Und ich dann runter zum Brigadegeneral. Vorkloppen. Um sozusagen die Festung. Oh, das geht jetzt aber schnell. Roja, kommst du mit? Bist du immer noch am Kämpfen mit dem? Du machst halt gar kein Damage. Kommst du mit? Danke. Nice. Ja, Jump Pass kann ich leider noch nicht so. Hey. Ja, im Endeffekt kloppt man sich halt hier echt so gemütlich durch. Ist jetzt nicht so wie das Reformisten-Geheimlabor. Wenn da ewig unterwegs ist, nee, ist hier echt sehr gemütlich. So etwas Stoffschuhe der Sicherheit. Nö. Ah, man könnte sich die Skins zusammenfarmen, aber. Ja, nee. Fühle ich jetzt nicht so. Warum leckt denn das hier gerade so? Alter Schwede. Oha, okay. Kleine Leckfiesta. Okay. Sonderbizarre.
So, du bist du. Sau. Der Wirk? Hä? Wo zum Geier kommt ihr denn jetzt her? Das hatte ich auch noch nicht. The Walking EP. Sayo 대상을 찾을 수 없습니다. 대상이 잘못되었습니다. Wo zum Geier kamen die denn jetzt her? Die kamen von da oben. Ach. Ja. Wenn man Roja dann mal was machen lässt. Oha. Hier hinten war noch einer. Lahumu. Ja, hallo. Mach mal tot. Ja, Plattenschuhe. Wenn die Sachen halt alle China geben würden, würde ich die halt mitnehmen, ne? Aber so ist es halt. Oh, die Sachen tun wir jetzt einfach im Endeffekt zudocken. Da können wir auch die Kuchenreiche draufhauen. Ja, jetzt müssen wir noch in Drahto töten. Und dann ist die Inni auch schon wieder vorbei. Der ist nämlich echt super gemütlich. Lächelbündel und das war's. Die lassen wir da oben campen. Die ist nämlich super gemein zu mir. Und jetzt müssen wir wieder raus. Und das war die ganze Inni. Das ist halt echt, das ist schon... War jetzt nicht so aufregend in Drahto-Festung. War früher auch. Wesentlich spannender. Ah, der Mob ist wieder gespawnt. Wingeburira. Wingeburira mal schneller. Okay, da geht's. Gut. Geben erstmal die Kampfe an. Okay. Reicht Level 75. Boah, Leute. Gut, dann gehen wir jetzt noch die normalen Quests ab. Okay. Fast 64. Gut, das heißt, nächstes ist Level 75 werden. So, wir haben aber hier schon was bekommen. Und zwar eine Auswahlkiste mit großen Verwandlungsverträgen. Die großen Verwandlungen sind alles grüne hier. Ich bin eine Caster-Klasse. Das heißt, ich hätte gerne irgendwas Casteriges. Irgendwas, was sinnvoll ist. Angriffsgeschwindigkeit? Nö. Wirkgeschwindigkeit, Geschwindigkeit, magischer Angriff, magischer Angriff. Böser Hase. Kann man den bösen Hasen nehmen? Können den bösen Hasen nehmen. Ich gucke mal, ob es vielleicht noch irgendwas Besseres gibt. 6394. Okay, aber der hat Crit. Wenn, dann möchte ich magisch Crit. Ne. Nö, also nehmen wir den bösen Hasen. Wir haben einen bösen Rosa, wir haben einen bösen Hasen. Sehr schön. Gut. Mal aufgehoben, das wollten wir ja behalten. Oh, jetzt haben wir hier Quests hier unten, dann gehen wir hier wieder hin.
mal, was wir da noch für Quests haben. Jedes bisschen EP brauchen wir jetzt. 75 ist halt echt noch 11 Level hin. Das heißt, wir müssen erstmal 11 Level irgendwie machen. Du bist Level 60. Oh, goldene Stigma. Das ist auch sehr, sehr schön. Danke. 64. Frage ist, der Schmuck ist halt zwar besser, ne, das sieht man jetzt hier, aber das ist jetzt nicht so krass. Ich würde tatsächlich so, bei den goldenen Stigma. Immer nur 2 zu all. Nehme ich Höllenfreundes. Aber ich werde das Ding in Hyron sockeln, weil ich hätte nämlich gerne das Vision direkt. Und ich habe keine Lust, 5 Minuten jetzt auf Vision zu warten. Also, kurz nach Hyron, wo wir sowieso den Hutskin ins Lager packen. Lookbook, da können wir ja auch direkt das AP-Ding, was wir hatten. Das haben wir ja. Komm. Yay, wir sind Soldat Rang 5. Wuhu. Hi. Stigma-Meister. Was sind die Seo? Jo, irgendwas mit Seo. Oh, schon 1,2 Millionen Dina. Oh, das wollte ich jetzt aber nicht. Als Vision. Naja, gut, okay. Schlecht gelaufen, würde ich sagen. Irgendwas haben wir da anscheinend falsch geplant. Großflächige Absorption. Fügt Ziel 15 Sekunden lang alle 30 auf 450 Mal Schaden zu. Okay, gut, ist ein TP-Leech. Naja, ist in Ordnung. Was möchtest du von mir? Euer Chemie. Ein Chemie-Stein. Ja, nice. Ich soll den Vertrag verwenden. Eine C-Säuren. Yay. Nö. Und braucht mal was, bitte was. Eine C-Stahlrose. Ja, brauchen wir nicht. Aber ich kann das dir Abitur geben. Chemiol-Funktion. Funktion verwenden. Vertragstein verwenden. Und yay, ich kann looten. Pack mal das Looten direkt mal hier rein. Yeah, ich muss mich nicht mehr bücken. Juhu. So, wir wollten. Achso, den Hut ins Lager tun. Gut, jetzt haben wir eine AOE. Auch keine Geisterbündel, habe ich irgendwas falsch gemacht. Naja, gut. Und auch wenn man kein Bichimane ist. Was war das? War ein hässlicher Skin. Okay. Oh, ich habe noch irgendwas bekommen. Ja, eine Rüstungstruhe. Waffe ist schlechter. Handschuhe. Monika. Wir müssen jetzt so langsam mal alleine wegen dem magischen Angriff die Ruhe wechseln. Gut, wir verlieren Laufspeed. Das ist halt einfach so. Wie sieht die Rüstung aus? Aha, 55er Feuerprobengear. Sehr schön, das können wir behalten. Erstmal das Inventar wieder leer machen. Ja, 33 China sind 33 China. Gut, wir waren im Außenposten der Soiberung. Dann werden wir auch nochmal kurz hingehen, werden da kurz die Quests machen und gehen dann erst nach Jayaparan. Dahin. Da haben wir auch eine Quest, aber da machen erstmal hier unten die Säuberung drauf. Ne? Überleveln. Weil dunkelblaue Quests sind sowieso da. Oh, Lindwurm des Sieges. Lasse Pierre. Gibst du 55%? Ne, ist uninteressant. Oh, klar. Küste mit legendären Verwandlungstränken. Ja, sehr gut. Zerstört verpacktes Odium und zerstört ein paar Leute. Machen wir.
Schon wieder irgendwas geht. Das ist doch schrecklich. Schon wieder was geht. Die sind hier im Verstecken. Das ist mega nervig. Okay. Oh. Da hinten. 거리가 너무 멉니다. Ja, so, du machst das schon von hier aus. So. Drei. Okay, dann muss ich dich töten. Vier. Auch noch eins? Nein. Fünf. Danke. Gut, Mobs töten. Bewacher, Verteidiger, Trauerbringer. Ja, Trauerbringer, das hört sich ja schon wieder so an. Warum ist ein Bewacher? 대상이 너무 멀리 있습니다. Nichts mehr. Okay. Gesangel 찾을 수 없습니다. Oh, die haben wir. Oh, der Rest ist da hinten. Gut, umdrehen. So, das könnten wir eigentlich direkt wieder abgeben. Oh. Machen wir. Einpacken. Wir haben hier wieder neue Verwandlungsverträge, wie gerade eben. Da es fünfmal der gleiche ist, kann man hier dann zum Beispiel auch direkt fünf Stück auf einmal machen. Klapp. Fünf. Tolle Lindwürmer, die 35... Ja, die hatte ich nicht so gut sehen. So. Das haben wir jetzt ganz offen. Jetzt haben wir schon zwei. Zwei von 98 Verwandlungen overall. Das ist schon gut. Fehlen nur 96. Kriegen wir hin. Wenn ich mehrere Male etwas, also eine Verwandlung habe, kann ich die zusammen fusionieren. Vier Stück brauche ich mindestens und das werde ich probieren. Vielleicht kommt ja was bei raus. Ja, ein Hasenbandit. Jetzt haben wir schon mal drei von 98. Aber der hat ja auch immerhin... Wäre der jetzt zumindest nicht ganz falsch. Schon mal gut. Die Verwandlungshemmung ist auch. Wir haben ja noch ein paar Pots. Die hauen wir erstmal raus. Gut. Nein. Einfach laufen. Einfach laufen. Zumindest alle weiß, die machen uns nicht mehr so viel Schaden. Da müssen wir uns bis hoch zur Note Magna Höhle durchkloppen. Dann haben wir das aber auch. Dann müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen was an Jaya Baran machen. Ich glaube, wir sind bald mit Chiron fertig. Dann müssen wir nach Ingison. Aber dann Spaß, ich glaube. Ich glaube, in Jaya Baran gibt es die Stufe 70 Rüstung. Da werden wir dann auch wieder den Schmuck nehmen von den. Hier von den Lächeln. Den werden wir dann auf jeden Fall nehmen. Dann haben wir wieder 20 Stufen. Dann ist der nächste Schmuck, den wir uns gönnen. Nach dem Lächelschmuck. Aus Rotkatalam. Da müssen wir dann ein bisschen reinhasseln, ne? Das ist jetzt noch nicht so einfach. Der kommt uns leider nicht so zugeflogen. Wie der Blechelschmuck. Das ist ja nicht so schlimm. Das ist ja im Endeffekt ein Level-Prozess.
gemerkt, das Level hat tatsächlich so ein bisschen gefehlt. Jetzt kommt aber langsam ein bisschen der Bums rum. So nice, dass die mich löst, dass die das Zeug lootet. Das ist so nice. So, jetzt haben wir nochmal eine Waffentruhe des Zorns bekommen. Wenn ihr euch eigentlich zwischenzeitlich mal die Frage gestellt habt, warum nehme ich eigentlich die Kugel und nicht das Buch? Die Kugel müsste meines Wissens nach grundlegend mehr Schaden machen. Also vom Damage Output her höher sein. Und ich finde ja, beim Level kommt es schon ein bisschen auf den Schaden drauf an. Ist ja gerade mir vorbeigerannt. Okay, das sah nur so aus. Ich wollte gerade sagen. Trauerbringer müssen wir noch zwei Stück eliminieren. Trauerbringer, da oben haben wir einen. Ein Sondertrauerbringer. Oh, ist ja ganz besonders traurig. Ja, also wie gesagt, ich finde Kugeln machen mir Schaden. Dementsprechend spiele ich Kugeln. Da tat ich noch mal rein. Das machen wir schnell. Und jetzt kommen wir sowieso nach Jaya Paran. Über den Mapboard. Trauerbringer. Nein. Nein, ich hab's tatsächlich durch. Nee, doch nicht. Warte mal. Machen wir mal das. Oder machen wir mal das. Ist das jetzt mit jedem Dodge-Schaden? Und gibt mir TP? Nee. Ne? Die ganze Zeit, ja, nice. Das ist das ja gar nicht so schlecht, wo ist jetzt beim Leveln. Gut, wenn du gegen Sachen spielst, die mit mehreren auftreten, ist ja später dann leider nicht mehr so der Fall. Gut, wir porten nach Jaya Paran. So, die Quest können wir direkt abgeben. Danke schön, Level 65. Oh. Jaya Paran. Wir haben jetzt für Jaya Paran nicht überlevelt und sind gerade drin. Das ist in Ordnung. Ah, Tutorial Verwandlung. Dann machen wir das doch mal. Hallo Cassius. Erstmal hüpfen wir aber, bevor wir den Cassius rufen, nach oben. Tutorial starten. Läuft. Tretet ein! Nun ist die Zeit gekommen, dass ich mein Wissen über Verwandlungen mit euch teile. Zunächst recht unten auf Start in das Menü öffnen. Ja, wie immer. Dann auf Verwandlungen. Dann Kollektion. Verträge. Fusion. Liste. Genau. Also im Endeffekt machen wir das Ganze nochmal. Wenn ihr das Fenster öffnet, ne, also im Menü, gibt leider keinen Shortcut dafür. Verwandlungen, landet ihr hier auf Profil, da könnt ihr sehen, was habt ihr denn für Verwandlungen alles. Mittlerweile gibt es 18 normale, 16 große, 25 uralte, 33 legendäre und 6 ultimative Verwandlungen. Unter dem Reiter Vertrag könnt ihr Verträge registrieren und die dann öffnen. In der Liste seht ihr, einmal hier ist eine Übersicht mit allen.
wo ihr bis zum bitteren Ende runterscrollen könnt. Oder entsprechend sortiert. So, Fusion habt ihr ja gerade schon gesehen. Könnt ihr fusionieren. Könnt ihr entsprechend auch immer auswählen, was ihr zum Fusionieren nehmt. Und Kollektionen sind sozusagen Buffs, die Account übergreifend, also im kompletten Account zählen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf dem Charakter, auf dem Account noch einen Twink mache, würde der, wenn ich Kollektionen habe, die auch bekommen. Die Kollektionen bringen dann zum Beispiel wie hier magischer Angriff 78. Dafür brauche ich eine Veda, eine Brigga und eine Grendal. Oder hier 5000 TP, perfekter Winter. Dafür brauche ich den warmen Schneefuchs und den kuscheligen Schneefuchs. Wenn ich die beiden habe, kriege ich 5000 TP dauerhaft dazu. So funktioniert das ganze Prinzip. So, wir holen uns jetzt erstmal ein paar Quests ab. 안녕하세요. 안녕하세요. 68%. 안녕하세요. Albtraumgeller. Ja, an einigen Stellen ist die Musik in Aion echt gut gelungen, an manchen eher nicht. So. Schauen wir mal weiter. Wir sollen Kriegergeister und Schamanengeister umnieten. Und den Albtraumgeller. Gott sei Dank ist es nicht der Albtraum-Uri-Geller. Haha, haha. Dadurch, dass wir jetzt einen Lootmiol haben, können wir auch einfach laufen. Albtraumgeller, da kommt uns ja schon entgegen. Sei mal hier. Macht schlag ich auch. Oh, Waffenspur des Zorns. Ist die etwa noch besser als die, die wir schon haben? Oh, 10 von 12? Das geht ja. Dann bin ich hier richtig gemütlich. 대상을 찾을 수 없습니다. Das war das Gute, ne? Dottet alles zu. Und dann sterben die meistens von alleine. Danke. So. Geben wir die Queste bei der Aymilla wieder ab. Wir müssen sowieso da wieder annehmen. Und wir können es auch beim Laufen abgeben. Dann sind wir jetzt schon mal 66 und nicht ganz 67. So, wo ist sie denn? Und da habe ich das Lager, da oben ist das fest. Ah, das ist hier 70, 67. Oh, wie lang, wann wollt ihr mir denn eigentlich was verkaufen hier? Die heißen beide gleich. Oha. Ihr verkauft mir für 70 was. Okay. So lange warte ich noch. So lange werde ich nicht.
63. Ah, ich habe eine passive Kampffähigkeit. Okay. Das sollte jetzt im Puritonenmoor sein. Wenn wir da jetzt erstmal ganz kurz quächen. Ah, wir müssen auch übrigens wieder runterhüpfen. Eieieiei. Gut, hier waren wir ja schon mal vor ein paar Tagen. Amalos, hallo. Ah. 안녕하십니까? Ja. 84%. Das sieht 왠지 예감이 좋네요. Wesentlich gemütlicher aus. So. So frei nach dem Motto. Ja, töte erstmal den Gumi. Deshalb ist halt das wieder. Die Quest kann ich zwei oder dreimal machen. Dann würde ich jetzt so spontan sagen. Mal schauen, wie sich das Level jetzt hier entwickelt. Ja. Das wird dann stark danach auf. Das wird aber wieder 69 werden. Hydroschlamm am Fest. Was ist denn da los? Was ist Ah, die resettet die ganze Zeit. Nein. Was ist denn das? Ja, das kann beim Vieren leider passieren, dass der Mob dann irgendwie noch keine Akku hat und die ganze Zeit resettet. Das ist ziemlich ärgerlich, aber. Passiert halt leider. Das passiert nicht nur beim Vier, das passiert also bei Furcht, das passiert bei vielen Sachen. Oh, die Scherben sind wieder aus. Schlammborn. Haben wir noch ein bisschen was? Deshalb macht es wieder. Helmut Schuppen, Grenack. Noch gar keine von, ne? Doch, zwei Stück. Okay, dann holen wir uns die. 공격할 수 없습니다. Ja, zum Schweigen bringen hätte das Ding jetzt nicht umlegen müssen. Sehr schön. Ja, das ist How to Play Beishi. Wir dotten alles zu und es stimmt. So, wir brauchen noch dreimal Schlammdorn. Klingt der Buchira! Nein! Ah, das
Auch einer, zwei. Noch einen. Korriga nomu mommida. Zalmotten Tesangmida. Gut. Quest, jeweils da oben. Auf diese ganzen transparenten Haufen umlaufen. Die vergiften, da bin ich nicht so der Fan von. So. 67, 68 dürfte drin sein. 안녕하십니까. 오늘은 왠지 예감이 좋네요. 오늘은 왠지 예감이 좋네요. 오늘은 왠지 예감이 좋네요. Danach 69 auf jeden Fall, vielleicht sogar schon die 70. So, nächste Runde. Jo. Aber mit Level 70 sind wir ja schon fast am Ende. Level 80 ist ja derzeit so. Das übergeht's nicht. Levelchen. 잘못된 대상입니다. Das heißt, die Planungen, die ich da in der letzten Episode angefangen habe, wo ich ja schon ein bisschen von erzählt habe, dass wir uns da schon Gedanken gemacht haben, was alles so in die letzten Bereiche rein muss oder ins eines der letzten Videos. Kann ja dann so langsam angefangen werden, in die Umsetzung zu geben. Ach, komm her. Alle runterdotten lassen. Danke schön. Und weiter geht's. Bam. Also Clear Speed definitiv schnell. Jetzt überlege ich gerade, mit einer Ulti-Transfer müsste das ja richtig abgehen. So, war noch ein Klumpwurm. 대상이 맞지 않습니다. Schuppenkühlwache. Und 7 Schlammdorn. So, haben wir dann Perlmutschuppe. Sehr schön. Also 69 haben wir dann auf jeden Fall. 70 könnte knapp werden. Ich glaube nicht, dass wir bis Level 70 jetzt mit der Quest kriegen. Das heißt, wir müssen dann so das eine der Quests nochmal machen. Ich gehe davon aus, dass die Shugis und Jaya Paran uns dann gleich eine
Quest geben. Bin gespannt, Stück Verbindung haben wir jetzt alle. Was da dann zusätzlich mit drin ist. Ach so, wir wollten ja gucken. Ich habe doch eine Waffenkiste bekommen gehabt. So, ne, Zorn, okay, ist immer das gleiche. Gut, ja, dann haben wir halt jetzt ein bisschen von den Drachis auf Lager. Kann man ja als Skins benutzen. Das ist ja nett. 10. Obwohl. Eigentlich wollte ich mit dem Erholungstee für was anderes aufheben, aber vielleicht reicht es mit Erholungstee. Mal gucken. Heute ist 왠지 예감이 좋네요. Hallo. Reicht. 70. 70. So, sehr schön. Wir haben stärkender Geist, Rüstung. Wie viele Geist-Skills es doch noch gibt. Ich bin doch. Mana-Explosion. Das ist der Dot nach dem. Da haben wir noch einen Skill bekommen. Und Sturm der Elemente. Oh. Okay. So, die Shugos haben jetzt tatsächlich eine Quest. Da hüpfen wir jetzt noch hin. Wir haben tatsächlich eine Questie für uns. So, die wollen bestimmt gleich wieder 20 Blechel haben. Haben wir noch 20 Blechel? Aber gerade so. Gerade so haben wir noch 20 Blechel. Jo. Und 50% Gut, dann muss man. Leere Rüstung. So, ne, die Waffe war. Da ist die besser. Wie sieht die jetzt aus? Ah, das ist die alte Machtkampfmedaillenrüstung. Okay. Gut. Wir wollten uns jetzt aber hier von dem auch wieder Schmuck holen. Weil 50 auf 70 ist doch ein kleiner Unterschied. Ohrring, Halskette, Trommelring, Flügelfeder. Die ist aber, ja gut. Ja, ist der Angriff besser, aber die hat keine Passgeschwindigkeit. Okay, so, dann pimpen wir erstmal wieder kurz unseren Charakter. So, ne, das war jetzt das Falsche. Gut. Gucken. 70. Gut. So, jetzt haben wir 31.000 TP. Das ist immer noch nicht so viel, aber es ist schon mal ein Anfang. Ein Lagerverwalter haben wir hier ja wieder nicht. Wir könnten mal kurz die Sachen verkaufen. Gut. Oh, was haben wir jetzt in der Folge erreicht? Wir waren 61 sind in Dratu-Feste. Wir haben von 61 ganz gemütlich schnell auf Level 71 gelevelt. Haben uns jetzt 71er Rüstung geholt. Haben 31.000 TP. Was jetzt auch nicht verkehrt ist. Ja. Jetzt steht der nächste Schritt an von, so wir sind 70 nur, nicht 71. Von 70 auf 75, dass wir die nächste Kampagne bekommen, beziehungsweise mit Level 75 werden wir vermutlich dann auch schon Richtung Ingison geschickt. Das heißt, als nächstes Levelgebiet ist hier
Sturmzone, Nolantis und Stenonbucht. Es macht unglaublich viel Spaß, da zu leveln, weil die Mobs alle stunnen, schweigen, versteinern. Es macht richtig viel Spaß. Und deshalb, weil das so viel Spaß macht, kommt das erst in der nächsten Folge. Leute, ich danke euch wieder fürs Zusehen. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Also, manchmal sehe ich während dem Level nicht unbedingt so aus, als würde es Spaß machen, aber tatsächlich, es ist angenehm. Also, es gibt wesentlich Schlimmeres. Aber was mir gerade auffällt, das Schweigen packe ich hier hin. Hier ist nämlich Damage. Genau. An dieser Stelle, danke fürs Zusehen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.